Also Frankreich hat im Moment 8% Muslim, ja. Im europäischen Schnitt haben wir 6%, in der Schweiz 4%. Kritiker können sagen, es ist totale Panik machen von ihnen. Nein, wenn sie eine Geburtentwicklung haben von 5 bis 7 Kindern pro muslimische Familie. Und wer sagt das? Statistik. Und wir also es gibt das Pew-Institut, ein sehr renommiertes Institut von Amerika, das sagt, heute bringen die Muslime im Schnitt 2,2 Kinder auf die Welt und bis ins Jahr 2030 werden sie im Schnitt noch 2 Kinder kriegen. Du hast die Hintergründe von ihren Zahlen gesehen, die wir haben und die anderen, die müssen seriös vergleichen. Woher haben Sie denn Ihre Zahlen? Wir haben die von Leuten, die Forschungen machen auch, aber ich kann nicht sagen... Was für Leute? Also Leute, die Zahlen... Ich bin da verrissen, aber wie Lili kann ich das nicht so genau auswendig sagen. Aber gehen wir von der Tatsache aus, dass wir heute Stadtteile haben, wo sie nicht mehr nie können. In der Schweiz? In Deutschland. Also Bochum, Bochum, Kreuzberg, Neukölln. Wo also ich sie, bin schon x-mal ja, schön für Sie. Neukölln, wo sie nicht mehr, Neukölln ist die zweitgrößte türkische Stadt. Ich bin ja schon in Neukölln. Okay, ja, schön. Sie würden nicht gehen. Doch, ich würde schon wieder mal, aber ich war schon. Und wie, also, und ist Ihnen etwas passiert? Nein, also... Politik mit der Angst, die eigene Identität zu verlieren.